Hallo liebe Fans der gepflegten Artillerieklasse, schön, dass ihr heute wieder dabei seid und heute sehen wir uns den GW Panther an, hier in dem Fall eine Tier 7 Artillerie der Deutschen und ich freue mich sehr, Karte ist Fischerbucht und wir haben hier einen Panzer, das schon Erfolgsmarkierungen hat, also zeigt es, der Spieler sollte wissen, was er anstellt und dementsprechend bin ich schon sehr gespannt, was er imstande ist zu leisten. Klassischerweise fährt er jetzt hier hinten Richtung K7, K8, um da dann sich zu positionieren und da dann Richtung Gegner schießen zu können. Das ist ja nichts Neues, weil man hier hinter diesem Wall steht, damit ein bisschen besser gedeckt ist. Da hoch schafft er es nicht. Also das ist ein bisschen überambitioniert, aber jetzt ist er positioniert und kann dementsprechend hier loslegen. In der Mitte haben wir den Conqueror. In der Mitte ist natürlich immer besonders viel los. Das ist nichts Neues. Aber auf den Conqueror kommt er ganz schlecht. Jetzt vielleicht. Jetzt hat er sich perfekt reingedreht. Und ja, da durch diesen minimale Eindrehen vom Conqueror macht er halt einfach mal den 1100er Hit. Klar, perfekt. Besser konnte es gar nicht jetzt laufen. Und ja, der Conqueror, der tut einem direkt ein bisschen leid, muss man schon fast sagen. Von dem 7er Panzer mit über 1000 Schaden getroffen zu werden als 9er, das tut einfach weh. Und jetzt hier kriegt er gleich sein nächstes Ziel, ein Oni, der ist prädestiniert, weil so langsam. Schuss ist raus, könnte auch perfekt kommen und nochmal 1116. Ja, was ist denn hier los? Ja, leck mich am Arsch. Das macht mal, das tut mal richtig weh. Einmal einen 9er Panzer, einmal einen 7er Panzer. Das läuft bei ihm, muss man sagen. Jetzt wartet er, bis hier der nächste Panzer aufgeht. Aber jetzt hier nicht mehr ganz so leicht draufzukommen, weil so eine leichte Senkung. Aber auch der hat getroffen, hat man gesehen. Kein Splash. Also der ging auch nochmal ins Ziel rein. Wie hoch? Lässt leider, kann man nur raten, aber hier der Rheinmetall, sein Mate, nimmt halt da mal den LTTB weg. Und jetzt vielleicht auch noch auf den T-54. Schuss ist raus. Und das ist ja unglaublich, da dachte ich schon, der Schuss, der trifft ja gar nichts mehr. Und dann macht er auch nochmal 1200. Also, da muss man sagen, das besser geht's gar nicht. Das Objekt ist jetzt offen, was er vorher getroffen hat. Da sieht man, der Treffer war in Anführungszeichen gar nicht so dramatisch wie alle anderen Treffer zuvor. Na, der war mal ausnahmsweise nix. Aber es kann ja nicht jeder perfekt treffen. Mal schauen, was er jetzt noch so hinbekommt. Ja, T29 stünde da perfekt. Da hinten wird er sogar einen... Oh, und nochmal 500. Schade, dass er auf das Objekt und den T54 nicht draufkommt, weil das wäre natürlich hier zwei mit einem Streich. Das wäre schön. Und nochmal. Ja, der T29 sollte es langsam merken, dass er da nicht sehr gut steht, sondern dass er da aber satt immer auf die Mütze bekommt. Scheinbar versteht er es noch nicht, weil er bleibt immer noch da stehen. Aber jetzt kommen da so viele Gegner, jetzt muss er sich gefühlt bewegen. Und jetzt macht sein Mate im Rheinmetall klar. Und das Objekt gönnt er sich aber selbst. 10 zu 5,
sehr, sehr eindeutig aktuell. Also da macht er eine sensationelle Runde. Hat hier auch, wie gesagt, auch die wichtigen Gegner getroffen. Also jetzt nicht so, dass man sagt, er hat jetzt hier das Fallobst mitgenommen, sondern der hat schon den ein oder anderen sehr guten Treffer gelandet hier in der Runde. So, der Löwe, der bleibt auch noch ein bisschen stehen und ja, da ist er weg. Das war zu erwarten, dass der Löwe es da nicht lange schaffen wird. Und leider nimmt jetzt die Gegner-Arti seinen Zugkameraden raus. Sehr schade. Aber da kann man nichts machen. Hier ist jetzt noch ein bisschen Stimmung in der Stadt, aber T49 dürfte das nicht mehr alleine reißen gegen CDC Panther und der TVP, der da auch noch ankommt. Da ist die Arti auf unter T30. Da aimt er auch deswegen jetzt um. Er will wohl die Arti sich holen. Lange einaimen. Ah, Arti ist raus. Nur noch der T30 ist da. Aber auch der hat kaum mehr was. Und der ist leider raus. Da kriegt er keinen Schuss mehr drauf. Aber er hat in dieser Runde als 7er Panzer hat er 5500 Schaden gemacht. Und das noch mit einem Deutschen. Also ja, die Verschwörungstheoretiker, auch die Deutschen können zielen. Und von 9 Schüssen hat er 8 getroffen und 8 haben satten Schaden gemacht. War eine feine Runde, coole Arti. Wenn ich immer so treffen würde, würde ich auch die Klasse gerne spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Alcaramba.